Meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Forza Horizon. Wir brezeln hier mit unserem schönen Ferrari 458 durch die australische Pampa. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und begeben uns gerade mal, ja, ich nehme ganz schön viel mit, zu einem Straßenrennen und werden den Wagen dann dort mal auf Herz und Nieren prüfen, was an dem Wagen richtig geil ist. Der brutale Sound, oder? Der Sound ist der Wahnsinn von dem Kasten. Da kommt ein Blitzer, mal schauen, was können wir da machen. 400 brauchen wir da, glaube ich, für 3 Sterne. Ich habe das mal irgendwo gesehen. Da fehlen noch 101. Und, was war, 119 fehlen sogar. Oh, und schöner Massencrash. Hier müssen wir eh abbiegen. Also der Wagen ist auch richtig cool. Der gefällt mir narrisch gut. Jetzt haben wir mal zum Straßenrennen. Zum illegalen Straßenrennen. Und guck mal, also ich muss sagen, gegen so viele Autos bin ich auch noch nie gefahren, seit ich das Spiel habe. Ich glaube nicht mal am ersten Tag. Aber auch wurscht. Gucken wir mal rein. Mal innen sind halt die Ferraris Geschmackssache, gell? Lenkrad cool, Ausstattung toll, rote Nähte, alles ganz ordentlich. Aber was mir halt nicht gefällt, ist diese eklige gelbe Drehzahlmesser. Also mir gefällt der überhaupt nicht. Mei. Was soll ich noch sagen? Mir gefällt der halt nicht, gell? Komm, wir machen mal das Straßenrennen hier. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und gucken mal, was wir da Schönes erreichen. Geil. Also der Wagen, vom Sound her muss ich sagen, ist der Wagen bis jetzt, gefällt mir am besten von allen, die wir bis jetzt in dem Spiel gespielt haben. Ich habe schon viele mit tollem Sound, aber der klingt halt wirklich wie so ein Ferrari. Das kennt halt irgendwie auch jeder, weil überall diese Poser, die da an einem vorbeifahren. Vor allem hier in München, du bist irgendwie schön im Sommer draußen, dann vom Weitem hörst du schon so ein Glücklichen durch die Gegend fahren. Das hätte ich fast gesagt, so ein Deppen daherfahren. alles klar, wir machen mal Rennen starten. Aber ich bin immer noch Experte. Wir gehen mal wieder runter auf sehr erfahren. Und dann geht's auch schon los. Ja, nach dem Rennen suchen wir uns mal wieder eine Meisterschaft aus, die wir fahren können. So, machen wir Außenansicht. Und dann gucken wir mal, was der Ferrari kann. Oh, interessant. Nasser Untergrund. Ja, er geht ganz gut voran. Schauen wir mal. Jetzt ist es interessant in der ersten Kurve. Nasser Untergrund. Ja. Nicht so einfach für den Ferrari hier. Da zieht er schon weg. Da kommt der Arsch ganz ordentlich. Nur früh schalten. Da fährt noch so ein Mod zum SUV mit. Weiter geht's. Natürlich, ihr darfst auch nicht vergessen, hier bei dem illegalen Rennen sind auch noch die anderen Verkehrsteilnehmer da. Und schon bin ich gar nicht mehr so gut, wie ich immer denke. Gucken wir mal. Ist ja furchtbar, dass dieser Offroad-Geländewagen-SUV da vor uns ist. Und wir fahren ja jetzt wirklich nicht langsam. Komm, kommen wir da vorbei, jawohl. Lange gerade. Boah, da haben wir den Holden mitgenommen, oder wie er heißt. Was ist denn hier los? Fünfter Gang. Da geht's starke Kurve. Ja, hier ist ordentlich was los. Oh weh, oh weh. Alles klar. Und dann bin ich schon fast letzter. Was mich auch ein bisschen traurig macht. Aber auch nicht weiter dramatisch ist. Wir befinden uns hier auf Testfahrt. Aber was mich wurmt, ist, dass dieses eklige SUV-Fahrzeug da vorne sitzt. So, rein geht's. Jetzt sind wir wieder ein bisschen dran. Mal einen kleineren Gang. Fünfter Gang. 190 gleich. Leichte links. Den würde ich doch jetzt ganz gerne bekommen. Jawohl. Achter Platz. Jetzt haben wir ein bisschen was gut gemacht. Ui. 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 Da bin ich mal schön vorbeigeflogen. Das war nix. Da weiß ich ja gar nicht, wie ich das gut machen soll. Gleich abbremsen und stark einlenken, oder? Ja, das hat's gebracht. So, weiter geht's. Wieder zurück auf den festen Untergrund. Und vielleicht können wir sogar noch einen Platz gut machen. Es sind noch 30% zu fahren.
Mal schalten. Oh, hier müssen wir stark runter. Hier weiß ja gar nicht, wer zum Rennen gehört und wer nicht. Oh, was für eine fiese Kurve. Falscher Gang. Nochmal falscher Gang. Wahnsinn, waren wir in so einem hohen Gang. Das ist schwer hier, das ist schwer. Dritter Gang. Vierter Gang, fünfter Gang. Und da müssen wir schon wieder stark bremsen. Eieiei, hör mir auf. Alles klar. Also, ich kann schon mal sagen, das Rennen ist für uns gelaufen und in dem Fall für mich. Denn da hinten ist schon das Ziel. Geht jetzt nur noch die Start- und Landebahn durch. Ja, da müssen wir dann mal gucken, was wir da machen beim bei der Meisterschaft. Alles klar, haben wir den Wagen da mal ein bisschen kennengelernt. Kein schöner Ausgang für mich. Ich muss gerade nochmal gucken. Ich muss gerade nochmal aus dem Internet gucken nebenbei. Guckt euch mal den Screen an. Hab's gleich. Ja, ich habe heute eine Couch bei Kurz und Fündig reingetan und die war jetzt so irgendwie 40 Minuten drin und dann habe ich schon 37 Anfragen bekommen. Ich kann es mir eigentlich nur erklären daran, dass ich die Couch halt verschenke. Und sonst, Hauptsache die Couch ist weg, die ist ja nicht mal alt, aber muss halt weg. So, alles klar. Lass mal schauen. Bla bla bla. Also mit dem Rennen, da haben wir uns nicht mit rumbekleckert. Aber jetzt geht's weiter. Wir schauen mal nach einer Meisterschaft. So. Lieber Screed, lade schneller. Ah, da können wir nochmal entlang fahren. Da schauen wir mal. Mit das wir durch den Blitzer durchfahren. Da haben wir erst einen Stern. Und. Ach, das war nix. 210. Gibt es da überhaupt zwei Sterne? Ne, es bleibt beim ersten. Da fehlen nochmal über 63 km/h, dass wir zum zweiten Stern kommen. So, lass gucken. Ich suche uns mal eine Meisterschaft hier. Was sind hier? Meisterschaft. Ja. Griprennen. Griprennen, das klingt doch gut. Meisterschaft, Griprennen. Was meint ihr? Griprennen? Griprennen klingt doch irgendwie klasse. Auto hat Grip, hat Grip. Gehen wir da hin. Fernrennen habe ich doch schon mal gemacht, wie es ausschaut. Dann machen wir eine Schnellreise dahin und dann gucken wir, was da uns angeboten wird. Weil ich denke mal, wahrscheinlich geht es wieder nicht mit dem Ferrari, da müssen wir eine eigene Meisterschaft erstellen. So, kurz mal die Kopfhörer abgenommen. Legen wir auch gerne anders, immer die schweren Kopfhörer auf. Ja, ich muss sagen, es macht heute richtig Gaudi damit zu fahren. Okay, lass mal gucken. Yara Valley. Auf Veranstaltung einrichten. Meisterschaft. Jetzt gucken wir mal, was uns da anzubieten hat. Also, das schaut eher aus wie ja, Offroad- und Geländefahrzeuge. Das gibt mir ein bisschen zu denken, weil wir fahren jetzt hier nicht unbedingt Offroad. Sagen wir nochmal. Gucken wir mal noch nach einer anderen. Lass mal schauen. Und hier schönes. Querfeld ein. Das klingt aber auch alles immer so nach. Naja, ich würde gerne mal Sprintrennen, Meisterschaft. Das schaut schön aus. Dann geht's mal dahin. Und ich freue mich schon, wenn wir den Wagen nachher mit dem geilen Bodykit ausstatten, was ich finde ja wirklich richtig genial ist. Also, das hat schon was. Im Moment ist ja der Wagen noch komplett Standard, da haben wir noch gar nichts gemacht. Ich kann mal kurz gucken, was, lass mal schauen, was der Wagen so alles hat. Ach, ich kann schon nicht mal nachschauen, weil es schon wieder vorbei ist. Warte, wir gehen mal hier auf Veranstaltung einrichten. Jetzt gucken wir mal. Meisterschaft. Klassiker. Bumper-Touching. Vier Veranstaltungen. Wollen wir mal gucken, ob da unser Ferrari reinpasst in das Konzept Bumper-Touching.
neue Horizon-Meisterschaft, falls es dich interessiert. Mhm. Ich dachte, du brauchst vielleicht eine Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Und da ist es sogar schon. Ja, Weltklasse, wir können unser Auto nehmen. Da ist jetzt nichts gemacht, gell? Da haben wir jetzt nichts verstellt. Also auf dumm fahren wir jetzt auch schön im Regen spazieren. Oder im herrlichsten Sonnenschein. Ich bin ja eher so der Schönwetterfahrer. Sonntags und schönes Wetter. Wirklich viel. Bei Regen rutscht der Wagen immer so. Bei Regen rutscht der immer so. Moment, ich muss mal eine kleine Anpassung machen. Ist ein bisschen hell hier. Achtung. So. Ihr seht's nicht, aber ich seh's. So, lass schauen. Ich lasse den Wagen einfach mal so, wie er ist. Kein Reifendruck wird angepasst. Er wird nicht irgendwie noch sonst irgendwelche Veranstaltungen verändert. Hoppala, schalten, schalten. So wollte ich es haben. So. Alles klar. Das geht ja gut ab hier. Halt, falscher Gang. Achter Platz. Aber es ist wirklich ein Sprint hier. Oh, Wahnsinn, richtig schnell. Da bin ich gespannt, wie das ausgeht. Siebter Gang. So, weiter geht's. Komm, gleich durchziehen. Vorne kommt eine starke Kurve. Leichter Kontakt. Leichter Feindkontakt. Dann nehmen wir einen dritten Gang. Da kann man sogar direkt fast einen zweiten jetzt nehmen. Ja. Und weiter geht's. Komm. Oh. Ja, ich habe schon wieder gute Pläne für den Umbau. Denn im zweiten Rennen fahren wir mit unserem coolen Bodykit. Da haben wir einmal die optische Anpassung. Und dann auch noch die technische. Oh Gott, also das läuft ja hier gar nicht. Hoppala, falscher Gang. Ich spare mir jetzt das Zurückspulen. Denn ich weiß, die nächsten Rennen, die laufen besser. Jetzt machen wir hier mal eine kleine Aufholjagd. Vielleicht ist es dann auch ein bisschen spannender, wenn man nicht irgendwie jedes Rennen gleich von Anfang an gewinnt. Der Wagen ist sehr hecklastig. Aber ist in Ordnung. Falscher Gang. So, alles klar. Jetzt heißt es Konzentration. Um die Kurve rum. Wir können ja mal hier das Radio einschalten. Jawohl. Schön. Stark runterbremsen. Und... Oh, ist eine schwierige Strecke. Ich bin die, glaube ich, schon mal gefahren. Oder ich bin mir ziemlich sicher schon gefahren. Eigentlich sind die schwierig. Der Wagen, der ist zu hecklastig im Moment. Der bricht immer aus. Das ist eine Heckschleuder vom Feinsten. Den werden wir jetzt mal richtig schön herrichten. So, pass auf. So, oh, Wahnsinn. Da kommt man manchmal gar nicht. Bin ich jetzt dran vorbeigefahren, oder? Ich lasse mich zurücksetzen, ist doch wurscht. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht gerade von mir, dass das gar so schlecht ist. Komm, wir fahren beim zweiten, im dritten Gang an, dass wir heute nochmal weiterkommen. Also da gibt es einiges an Anpassungen, die wir machen müssen. Weil sogar, wenn ich jetzt sage, komm, ich stelle mal hier den Schwierigkeitsgrad der drei Vatare runter, dann gewinne ich hier trotzdem nicht, weil ich einfach scheiße fahre. Aber vom Sound haben wir auf jeden Fall gewonnen. Sound haben wir auf jeden Fall gewonnen. Der Wagen ist Wahnsinn. Ja, man muss wirklich schauen, dass du hier nicht in der Kurve Vollgas gibst, denn der dreht dich einfach so schön raus. Rum. Weiter geht's. Schön rumkommen, jawohl. Man kann den gekonnt driften. Oh nein, ich war auf der falschen Spur. Jetzt verpasse ich wieder irgendwas, oder? Nee. Ich gedacht, jetzt habe ich bestimmt den Checkpoint verpasst wieder. Ich weiß schon, was wir aus dem Wagen machen. Der kriegt wieder Allrad, der wird tiefer. Von der Leistung her ist er in Ordnung. Aber, hoppala, ein bisschen verpennt. Von der Leistung her ist er in Ordnung. Was er aber auf jeden Fall braucht, ist Allrad. Ich bin ein absoluter Allrad-Fan. Vor allem hier in Forza ist es einfach der Wahnsinn. Gut, Ziel, 12. Platz. Es gibt wie viele Punkte? 6? Oder gibt es überhaupt Punkte? Ich weiß nicht mehr, lass mal gucken. Ne, sogar nur ein Punkt. 6 Punkte gibt es auf dem 7. Platz, sowas. Dann, lass mal schauen. Wir machen natürlich Fortsetzen. Und fahren mal hier ganz schnell weg. Nicht, dass uns noch die anderen irgendwie anfangen zu moppen, weil wir so langsam gefahren sind. Das
Festivalgelände ist nicht weit weg. Oh, mal schauen. Oh, Ford GT wäre auch geil, wenn es den jetzt geben würde. Ich drücke mir die Daumen. Ne, 10.000 Credits ist auch in Ordnung. Schöne Beule. So. Lass gucken, wo geht's zum Festivalgelände? Links oder rechts? Wo stehe ich da oben? Links. Kommen wir nach links. Ja, müssen wir schauen, dass wir den so ein bisschen hier die Ticken austreiben, den Wagen. Und das machen wir jetzt auch gleich. Wir sind schon mal gleich wieder hier. Wo ist es? Da ist da vorne ist der Eingang. Vom Sound ist der Wagen unschlagbar. Also wirklich geil. Wir können ja mal schauen, wenn wir da jetzt einen Sportauspuff hin machen, ob wir da die Soundunterschiede hört. Das wäre ja witzig, dass der vielleicht noch ein bisschen kerniger klingt. Nee, macht richtig Gaudi heute. So, lass schauen. Alles klar. Wir gehen auf Upgrades. Jetzt gucken wir mal, was da alles bei den Upgrades ist. Die blablabla bla bla, komplette Liberty Walk heißt diese Karosserie. Also passende, die voreingestellte wird das aktuelle Upgrade und Tuning Setup ersetzt. Okay, wir nehmen das mal. Also nochmal hier. Vorher. Nachher. Alles klar. Also schau mal her. Der Wagen wird schwerer. Oh, okay. Alles klar. Also das ist eher jetzt hier wirklich nur Optik. Und wir machen jetzt den Rest mit der Technik. Aber optisch ist der geil. Hör mir auf. Hör mir auf. Alles klar. Komm, wir gehen auf individuelles Upgrade und lass mal gucken, was wir machen können. Wir gehen mal auf Umbauten und ich will in der Kiste einen Allrad haben. Hammer jetzt. Wir müssen den Wagen. Wir haben ja hier, nein, Arbeit fortsetzen. Wir schauen, Motor, ich glaube, beim Motor müssen wir gar nicht viel machen, den lassen wir. Den Motor lassen wir. Wir machen nur so Kleinigkeiten wieder. Das können wir auch gleich machen. Hier Motor. Hier, pass mal auf. Ein bisschen Einlass ändern. 2 kW. Da hier ein bisschen Krümmer. Und die Drosselklappen. Nochmal ein bisschen was. Nur so Kleinigkeiten. Ich habe da jetzt keinen Bock, da irgendwie ein Turbo oder Kompressor noch zusätzlich drauf zu klatschen. Einfach nur so ein bisschen Leistung. Das ist der Auspuff. Mal schauen, ob der was auch akustisch bringt. Nockenwelle, da kann man gleich ein bisschen höher dann noch drehen. Wow, der bringt richtig 30 kW mehr Leistung. Ventile. Auch nochmal was. Also damit ist auf jeden Fall schon was erreicht. Gehen wir auf zurück. Jetzt haben wir noch ein Fahrwerk ein. Gescheit's. Alter, wo ist das Fahrwerk? Das ist Fahrwerk, oder? Ne, wo ist denn das Fahrwerk? Ich kann mir das alles nicht merken. Da, hier. Jetzt schauen wir mal. Okay, da haben wir schon das Gute drin. Sonst haben wir eine Offroad-Ferrari. Das ist in Ordnung. Das lassen wir. Stabis. Da ist auch schon was gemacht worden. Das passt auch so. Gewicht. Sollen wir noch ein bisschen Gewicht rausschmeißen? Nicht viel so. Boah, da kannst du auch noch gut was rausschmeißen. Eieiei. Man kriegt den Wagen runter auf bis 1299 Kilo. Nee, aber wir brauchen schon noch ein bisschen Gewicht, was ja auf ein bisschen uns Traktion gibt. Weil sonst dreht da alles nur noch durch. 124 Kilo, das ist in Ordnung. Ich wiege ja auch was, hock mich wieder rein. Jo, und ich glaube, dann haben wir es, oder? Aerodynamisch, da sind wir super ausgestattet hier. Jedenfalls optisch, Umbauten, Motortausch brauchen wir keinen. Brauchen wir auch nichts weitermachen. Das ist alles nur ein Turbo. Schauen wir, können wir gucken, was so ein Turbo oder hier ein Kompressor bringt. Das sind gleich mal 44 kW mehr und 80 kW. Twin Turbo. Boah, vielleicht probieren wir es mal zum Spaß aus. Ich will es aber so lassen. Dann installieren wir mal den ganzen Spaß. Oh, Reifen. Was hat der für Reifen? Bei Reifen, die bin ich mal ein bisschen nachlässig. Hat der jetzt Straßenreifen? Ne, der hat hier schon Horizon Rennreifenmischung. Okay, steht ja auch drauf. Was gibt's noch? Ne, Offroad, das ist gar nichts. Und ne, dann bleiben wir bei diesen Horizon Edition Reifen.
installieren den ganzen Spaß mal und sind dann auf und Schlag 23.300 Tacken weg. Lass mal gucken. Wenn man hier schaut, kleine Leistungssteigerung, das ist gut. Was mir am meisten gefällt, ist der Allrad, bisschen Gewichtsreduktion und dann, liebe Leute, dann schauen wir uns mal an, wie sich das auf der Straße verhält. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Reinklicken und würde mich freuen, wenn ihr mal wieder vorbeischaut. Ciao, Servus, bis zum nächsten Mal. Heute ist Freitag, also ich wünsche euch auch schon mal an dieser Stelle ein schönes Wochenende. Ciao, Servus.